herzlich willkommen zu unserer Campus TV Magazinsendung. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Judith. Ja, das Semester ist beinahe zu Ende und wir nehmen das zum Anlass, nochmal zu rekapitulieren, was eigentlich so los war dieses Semester. Gut und schön Corona und dadurch digitale Lehre. Aber auch Demonstrationen gegen Rassismus, ausgelöst durch den Mord an George Floyd in den USA. Die Demonstrationen finden dort seit mehreren Wochen statt. Und auch in Deutschland sind über 200.000 Menschen zusammengekommen, um gegen Rassismus und für Black Lives Matter zu demonstrieren. Ebenso in Mainz. Franziska Feske war dort und hat für uns nachgeschaut, was eigentlich an diesem Tag so los war. Laute Protestrufe, tosender Applaus. Dann Stille. 8 Minuten und 46 Sekunden. So lang kämpfte George Floyd um sein Leben. Er war bei einem Polizeieinsatz im US-Bundesstaat Minnesota durch einen Beamten getötet worden. Der Tod des Afroamerikaners löste weltweite Proteste aus. Es hat wehgetan. Und das, was da passiert ist, dieser Schmerz muss aufhören. Stopp Rassismus! Stopp Rassismus! Black Lives Matter. Unter diesem Motto hatten Rassismusbetroffene auch in vielen deutschen Städten am Wochenende zu Demonstrationen aufgerufen. In Mainz hatten sich rund 2500 Demonstranten am Rheinufer versammelt, um gegen Rassismus zu protestieren. Mittendrin Perla Londole. Sie ist eine der Organisatorinnen der sogenannten Silent Demo. Also Silent Demo war im Prinzip, also wir haben uns das ausgelost, weil wir eine neue oder eine andere Protestart im Prinzip ausprobieren wollten. Klar haben wir unser Konzept ein bisschen angepasst, weil wir uns ja dann mit mehreren Städten zusammengetan haben und der Wunsch war auch mal laut zu sein. Also haben wir gesagt, es wird eine Kombination, aber ich wollte wirklich den Silent Moment haben. Der Protest gegen rassistische Gewalt fand zuletzt auch in den sozialen Medien statt. Am sogenannten Blackout Tuesday posteten unzählige Menschen schwarze Quadrate, um Betroffenheit und Wut auszudrücken. Das aber sehen RassismusexpertInnen wie die Journalistin und Autorin Anne Chebu kritisch. Die Menschen sagen ja, ich habe jetzt ein schwarzes Bild da gepostet, super, und jetzt habe ich wieder für ein Jahr lang genug getan gegen Rassismus. Schwierig. Also ich persönlich würde jetzt sagen, ich würde jetzt nicht von Anfang an sagen, es ist schlecht, wenn man das gepostet hat. Ich habe es selbst gepostet, ich habe es jetzt auch nicht gelöscht, weil ich habe es getan. Ich stehe dazu. Aber das steckt dahinter. Rassistische Gewalt gegen People of Color sei kein Trendthema, sondern eine Systemfrage, so Chebu. Deshalb hofft die Aktivistin, dass sich der Protest dagegen auch im Alltag weißer Menschen wiederfindet. Ich glaube, sehr wichtig ist es tatsächlich, bei sich selbst erstmal anzufangen, sich selbst hinterfragen, sich selbst im Spiegel vorzuhalten, sich selbst mal nach Privilegien zu befragen, nach Dingen, die einem nicht passiert sind, Dinge, die man nicht sieht auch. Des Weiteren im Alltag aktiv werden, im Freundeskreis, im Familienkreis, einfach auch einschreiten, wenn rassistische Sachen gesagt werden und einfach sagen, nee, stopp, halt, ich möchte das nicht, dass du sowas sagst. Auch Perla wünscht sich, dass der Protest länger anhält und nicht nur ein Hashtag unter vielen ist. Mir ist es wichtig, auch in Deutschland nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass es auch hier Rassismus gibt. Demzufolge hoffe ich, dass die Menschen noch verstehen, warum sie es machen und nicht einem Trend nachgehen, weil es ist kein Trend, so einen Protest hier auszuführen. In den kommenden Wochen sollen die Silent-Demos erneut stattfinden. Damit wollen Perla Londole und ihr Team den Protest gegen Rassismus in Deutschland aufrechterhalten. Man sieht, auch in Zeiten von Corona kann und muss demonstriert werden. Natürlich, Corona schränkt das ein. Aber das ist ja bei den meisten anderen Lebensbereichen momentan auch so. Das Studium findet digital statt, viele Erwerbstätige befinden sich im Homeoffice oder in Kurzarbeit. Und viele Jobs, gerade in der Gastronomie, fallen komplett weg.
Das ist natürlich gerade für Studierende, die von diesen Nebenjobs oft abhängig sind, sehr problematisch. Welche Möglichkeiten Studierende haben, um ihre Kosten trotzdem decken zu können, darüber spreche ich jetzt mit Regina Grimm. Hallo Regina. Hi Judith. Also, welche Möglichkeiten haben Studierende momentan, die es nicht schaffen, ihre Kosten noch decken zu können? Also zum einen gäbe es da den KfW-Studienkredit. Da kann man sich zwischen Raten von 100 bis 650 Euro monatlich entscheiden. Das ist aber natürlich ein ganz normaler Kredit, der zum Beispiel im Gegensatz zum BAföG auch ganz normal zurückgezahlt werden muss. Und gibt es jetzt für Corona neue Regelungen für diesen Kredit? Ja, die Zinsen wurden von 4% auf 0% gesenkt und der Kredit wurde auch für ausländische Studierende geöffnet. Gut, Kredit ist natürlich immer ein bisschen problematisch. Gibt es denn auch andere Möglichkeiten? Der Bund hat ja zum Beispiel Zuschüsse in Aussicht gestellt. Das sind die sogenannten Überbrückungshilfen. Die muss man nicht zurückzahlen. Da kann man pro Person höchstens 1.500 Euro beantragen. Die bekommt man aber nicht auf einmal, sondern in 3 Raten à 500 Euro monatlich. Da muss man aber beachten, dass man 500 Euro bekommt, nur wenn man unter 100 Euro auf dem Konto hat. Ab da wird das so gestaffelt und wenn man über 500 Euro auf dem Konto hat, bekommt man leider gar nichts mehr. Okay, also Studierende, die wirklich gar nichts mehr auf dem Konto haben, denen kann dadurch schnell geholfen werden. Aber ansonsten fallen vermutlich auch viele Studierende durch das Raster durch. Absolut. Würdest du trotzdem sagen, dass diese Zuschüsse und auch der Kredit helfen können, jetzt gerade in Corona-Zeiten? Das ist absolut schon eine große Hilfe für viele, aber manche Regelungen lassen eben zu wünschen übrig. Es gibt aber auch andere Töpfe, die auch schon vor Corona-Zeiten beim Studierendenwerk zum Beispiel bestanden haben. Und da lohnt es sich auf jeden Fall, sich beraten zu lassen. Also man sieht, es gibt Möglichkeiten für Studierende, sich finanzielle Hilfe zu holen. Aber finanzielle Einschränkungen gibt es natürlich nicht nur während Corona. Wer zum Beispiel in Mainz eine Wohnung sucht, den stellt das oft vor Schwierigkeiten. Ein WG-Zimmer kostet in Mainz im Schnitt 439 Euro. Das ist mit auch ein Grund, warum Mainz 2019 zu den 5 teuersten Städten in ganz Deutschland gezählt hat. Woran das liegt und wer die Verantwortung trägt, das hat Lauren Schons herausgefunden. Rund 32.000 Studierende sind aktuell an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz immatrikuliert. Irgendwo wohnen müssen sie alle. Doch das kann in Mainz manchmal gar nicht so einfach sein. 2019 war die Landeshauptstadt wieder unter den 5 teuersten Städten Deutschlands. Evelyn ist gerade auf dem Weg zur Uni. Weil sie pendelt, um sich die teuren Mietkosten in Mainz zu sparen, kann das bei ihr schon mal etwas dauern. Also ich brauche so ungefähr 1 Stunde in die Uni. Ich gehe mal so gegen 30 los, dann laufe ich so 10, 15 Minuten, warte kurz auf den Zug. Dann fahre ich circa 15 Minuten mit dem Zug, steige dann in Mainz-Marienborn um in die Straßenbahn, muss da natürlich auch noch mal kurz warten und dann fahre ich 15 Minuten mit der Straßenbahn und laufe dann noch mal 2, 3 Minuten. Ich glaube, die Mieten sind einfach so teuer, weil natürlich total viele Studenten eine Wohnung suchen. Also klar, es gibt die paar Studentenwohnheime, aber ich glaube, Mainz bräuchte auf jeden Fall noch mehr Wohnheime oder auch einfach Plätze oder WGs, wo Studenten hinziehen können. Dass es davon nicht genug gibt, liegt nicht nur an den wachsenden Bevölkerungszahlen. Bauen bewegt sich in sehr langen Zyklen. Und insofern ist es tatsächlich so, dass man das Wachstum der Städte und der Ballungsräume wahrscheinlich vor 20 Jahren anders beantwortet hat, als wir es heute in der realen Entwicklung sehen. Im Jahre 2000 hätte man die Weichen stellen müssen für die Wachstumsregionen. Das heißt in Mainz bauen, 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 neue Flächen ausweisen, qualifiziert und guten Wohnungsbau ermöglichen und vor allen Dingen bezahlbaren Wohnungsbaum ermöglichen. Aber da sind wir nicht allein auf weiter Flur. Es gibt ein Studierendenwerk, das hat einen gesetzlichen Auftrag, auch für die Wohnraumversorgung einzustehen. Also insofern müssen wir da immer auch auf Partner und Partnerinnen zählen. Wir haben als Stadt festgelegt, alles, was neu gebaut wird in den Quartieren, muss mindestens 1/4 sozial gefördert werden. Und Wohnraum zu schaffen, heißt auch für Studis natürlich günstigen Wohnraum mitzudenken. Denn Wohnheimplätze ist das eine, aber es gibt dann, glaube ich, auch noch die WGs oder so. Zumindest habe ich so als Studi gewohnt. Und die soll dann auch bezahlbar sein. Bezahlbar ist die Miete für ein WG-Zimmer in Mainz allerdings nur dann, wenn man bereit ist, mit durchschnittlich fast 440 Euro mehr als die Hälfte des BAföG-Höchstsatzes zu investieren. Wer mit den 325 Euro Wohnpauschale auskommen will, der muss Abstriche machen. Eine Online-Suche zeigt, unter 300 Euro wird die Luft dünn. Simon zahlt immerhin weniger als 350 Euro. Dafür hat das Badezimmer in seiner WG aber ein Fenster zur Küche. Und er wohnt auf der anderen Rheinseite. Wir sind hier im wunderschönen Mainz-Kastell.
direkt hinter der Theodor-Heuss-Brücke. Vorteil ist einerseits, dass es ein bisschen billiger ist. Ich wusste, dass ich eine billige Wohnung möchte. Ich konnte nicht mir 400 Euro leisten, was so die meisten Wohnungen in der Neustadt wären und in der Altstadt wären. Also meiner Meinung nach gibt es zu wenig Wohnheimplätze. Deswegen suchen sehr, sehr viele Studenten Wohnungen in der Stadt und rund um die Stadt. Und dadurch ist der Wohnungsmarkt hier in Mainz zusätzlich belastet, der wahrscheinlich auch sowieso schon belastet ist. Und es gibt einfach zu wenig bezahlbare Wohnungen für Studenten. Und deswegen sind die wenigen bezahlbaren auch so stark umkämpft. Dabei ist die Versorgungsquote in Mainz mit 4.300 Wohnheimplätzen des Studierendenwerks höher als an anderen Standorten. Wohnheimsmieten sind durch die Förderung durch das Land Rheinland-Pfalz erschwinglicher als auf dem freien Wohnungsmarkt. Doch reicht das? Die Förderung im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung über zinsverbilligte Darlehen der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz sowie Tilgungszuschüsse ist auch im Ländervergleich ein starkes Instrument. Zumindest bei den Wohnheimsmieten sollte sich Mainz im bundesdeutschen Vergleich also sehen lassen können, oder? Wir sind leider da an der obersten Stelle. Also wir haben eine Durchschnittsmiete, die eben die höchste ist deutschlandweit. Das liegt unter anderem daran, dass wir eben in den letzten Jahren eine unzureichende Förderung bekommen haben. Für Sanierung haben wir überhaupt kein Geld bekommen und eben für Neubauten auch nur in sehr geringem Umfang. Positiv zu vermelden ist, dass was getan wird. Es wurde dieses Förderprogramm schon 2 oder 3 Mal verbessert. Und insofern müsste man diesen Weg jetzt weitergehen, damit es wirklich ein Förderprogramm wird, was man abrufen kann und was tatsächlich dazu führt, dass studentischer Wohnraum geschaffen wird. Der zweite Punkt ist, es gibt jetzt wohl Überlegungen von Seiten des Landes, die Grundstücke, landeseigene Grundstücke zum halben Preis abzugeben. Aber da möchten wir wirklich klar dafür plädieren, dass ein Landesgrundstück den Studierendenwerken kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Wir sind Teil des Campus und es kann nicht sein, dass die Studierenden für dieses Grundstück zahlen müssen. Zum Vergleich, das Land Bayern stellt 2020 für den Erhalt und die Schaffung von Wohnraum für Studierende 32,5 Millionen Euro zur Verfügung. Im Gegensatz zum Freistaat kommt die Förderung in Rheinland-Pfalz nicht pro Wohnplatz, sondern in Form eines sogenannten Tilgungszuschusses. Das rheinland-pfälzische Förderdarlehen ist höher als das Darlehen bzw. der faktische Zuschuss in Bayern. Es muss in Rheinland-Pfalz somit deutlich weniger fremdfinanziert oder mit Eigenmitteln finanziert werden. Laut Studierendenwerk ist die Förderung trotzdem nicht ausreichend für den Neubau von Wohnheimen. Es ist nur dann möglich, wenn ich da erhebliches Eigenkapital reinstecke und das haben wir nicht. Ja, ja. Woher soll es kommen, wenn wir nicht die Mieten pro Bettplatz erhöhen und daraus Eigenkapital entwickeln, generieren, kann es nicht kommen, weil unsere Miete ist so kalkuliert, dass sie gerade die Tilgung, die Zinsen und die laufenden Kosten deckt. Nachbesserungsbedarf gibt es also an vielen Stellen. Während Mieter in Zukunft von verbesserter Förderung durch das Land Rheinland-Pfalz und den Richtlinien der Stadt Mainz profitieren könnten, reicht die Unterstützung nach wie vor nicht aus, um schnell günstigen studentischen Wohnraum zu schaffen. Hier sollte auch das Land, besonders mit Blick auf die Studierenden, weiter nachbessern. Hoffnung für günstigere Mietpreise in Mainz gibt es also. Für Simon und Evelyn ist der Zug aber wohl abgefahren. Wenn ihr momentan auf dem Campus unterwegs seid, dann sind euch bestimmt schon diese weißen Prachtteile aufgefallen. Diese Zelte wurden aufgebaut, um in den nächsten Wochen darin die Prüfung schreiben zu können, unter Hygiene- und Abstandsvorschriften. Was ansonsten aktuell noch an der Uni und in Mainz so los ist, kommt jetzt in den News. Die Universitätsbibliotheken werden schrittweise wieder geöffnet. Seit dem 25.06. sind die Bereiche Georg-Forster-Gebäude, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie die Universitätsmedizin wieder zugänglich. Am 7.07. kommen die Bereichsbibliotheken Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften hinzu. Um den Aufenthalt möglichst kurz zu halten, solltet ihr bereits vor Betreten der Bibliothek wissen, welche Bücher ihr ausleihen wollt. Alle Besucher müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Falls ihr einen Arbeitsplatz in der Bibliothek braucht, könnt ihr diesen von zu Hause aus über das eingerichtete System reservieren. Plant euren Besuch jedoch eine Woche im Voraus, denn die vorhandenen Arbeitsplätze sind schnell vergeben. Mogon 2 heißt der Hochleistungsrechner, der seit 2016 an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz steht. Der Supercomputer hat eine Rechenkraft von 2 Petaflops, was umgerechnet ca. 16.000 normalen PCs entspricht.
Damit gehört er zu den 500 schnellsten Supercomputern der Welt. Gerade im Bereich der Naturwissenschaften, der Medizin und der Wirtschaftswissenschaften gibt es einen großen Bedarf an hoher Rechenleistung. Mogon 2 wird dabei besonders für Datenanalysen und Simulationen genutzt. So können Theorien überprüft werden, die für herkömmliche Experimente nicht zugänglich sind. Die Landesregierung, der Bund, die Universität und das Helmholtz-Institut haben dafür insgesamt 10,6 Millionen Euro investiert. Gerade wird bereits ein neues, überarbeitetes System entwickelt, welches 2021 oder 2022 starten soll. Der Name Mogon kommt übrigens von dem lateinischen Namen der Stadt Mainz, Mogontiacum. Der Mensa-Blitz ist bereits dafür bekannt, Snacks und Getränke an Wohnheime in Uninähe zu liefern. Während der Corona-Zeit könnt ihr jetzt auch warme Mahlzeiten aus der Mensa bestellen. Schreibt dafür bis 11 Uhr des jeweiligen Tages eine E-Mail, was ihr bestellen möchtet und zu welcher Haltestelle. Auf dem Fahrplan des Mensa-Blitzes könnt ihr sehen, wann und wo ihr euer Essen abholen könnt. Mitbringen solltet ihr euer Semesterticket und eure Mensa-Karte. Der Service wird noch bis mindestens Ende Juli angeboten. Wie an den Zelten eben zu sehen war, musste die Uni Konzepte ausarbeiten, um überhaupt dieses Semester Prüfungen schreiben zu können. Das ging natürlich in vielen Bereichen des Alltags und auch der Kultur so. Zum Beispiel Kinos. Nachdem diese wochenlang nicht aufhaben durften, quasi über Nacht schließen mussten, dürfen sie jetzt wieder öffnen. Mit welchen Einbußen sie zu rechnen haben und welche Vorschriften herrschen, das weiß Paul. Hi Paul. Hallo. Also, wie hat denn die Corona-Krise die Kinos getroffen? Die Kinos wurden von der Corona-Krise leider sehr hart getroffen. Das geht so weit, dass die Kinobranche für dieses Jahr mit ca. 50% Umsatzeinbruch ausgeht. Das ist natürlich hart, aber können die Kinos, die, wenn sie jetzt wieder öffnen, das denn überhaupt nochmal einholen? Ja, davon ist leider nicht auszugehen, weil zuerst mal müssen die Kinos überhaupt wieder Leute in die Säle bekommen. Und selbst dann wird der Umsatz deutlich geringer sein als normalerweise, weil je nach Größe der Säle nur 15 bis 30% der Kapazitäten genutzt werden können. Jetzt hast du ja schon angesprochen, dass 15 bis 30% Kapazität nur noch in den Sälen ist. Welche Einschränkungen sind denn noch zu erwarten? Welche Vorschriften haben die Kinos ausgearbeitet? Also natürlich müssen die 1,5 Meter Abstand eingehalten werden, auch im Kinosaal. Daher kommt das mit diese Zahl bei den Kapazitäten. Ansonsten, es müssen Masken getragen werden, bis man am Sitzplatz angekommen ist. Es müssen die Kontaktdaten aufgenommen werden, damit mögliche Infektionsketten verfolgt werden können. Und die Kinos haben auch noch einige andere Konzepte ausgearbeitet, wie zum Beispiel, dass die Leute am Flughafen mit Bändern durchs Foyer geleitet werden, damit sie nicht so sehr aufeinander stoßen. Und welche Kinos haben inzwischen überhaupt schon wieder geöffnet oder welche öffnen auch bald wieder? Also ein paar Kinos wie das Arkaden Filmtheater in Wiesbaden haben schon seit längerem wieder offen, seit dem 15. Juni. Und auch andere Kinos wie das Murnau Filmtheater oder das Kapitol Palatin in Mainz haben seit dem 2.7. wieder geöffnet. Alles klar. Und jetzt, wo sie wieder offen haben, freust du dich denn schon, wieder ins Kino gehen zu dürfen? Also definitiv, weil Kino ist natürlich schon was anderes, als zu Hause vorm Fernseher zu sitzen. Und auch so Umfragen haben ergeben, dass der Großteil der Deutschen Lust hat, wieder ins Kino zu gehen. Alles klar, dann vielen Dank für deine Einschätzung und deine Antworten. Also wie wir eben gehört haben, hatten die Kinos auf jeden Fall mit Corona zu kämpfen. Und auch die Gastronomie hatte ihre Päckchen zu tragen. Kneipen, Bars und Restaurants mussten quasi die gesamte Zeit geschlossen sein. Jetzt dürfen sie unter strengen Auflagen und mit Hygienevorgaben wieder geöffnet haben. Unsere ReporterInnen waren dabei, als das erste Bier über die Theke ging. Das erste Bier in der Lieblingskneipe nach 8 Wochen Corona-Pause. Am 13. Mai durften Kneipen erstmals wieder Gäste empfangen. Die vergangenen Wochen waren für die Gastronomen nicht einfach und hinterlassen auch in der Mainzer Kneipenlandschaft ihre Spuren. So auch im Onkel Willis Pub. Also über 40 Jahre bin ich jetzt mit in dem Laden, ja. Und wenn wieder jetzt 2 Monate zu war, das war furchtbar. Ja, also für mich war das schlimm, 2 Monate hier zuzumachen. Also wenn du da abends vorbeigehst und es ist alles dunkel und das ist schon nicht so schön. Aber ich habe jetzt schon mal die klare Hoffnung, dass wir heute mal schon mal aufmachen dürfen und so ein paar Stunden wenigstens, gell. Ein paar Stunden wieder leben in der Kneipe. Dafür herrschen für Betreiber und Gäste strenge Auflagen. Die Kneipe muss sicherstellen, dass Abstandsregeln überall eingehalten werden. Das gilt auch für die Sitzplätze. Außerdem bleibt der Barbereich für Gäste geschlossen, ebenso Kicker- und Billardtische.
Desinfektionsmittel müssen bereitgestellt werden, die Wirte müssen Kontaktdaten aller Gäste aufnehmen, um mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu können. Sie müssen mehr denn je auf Sauberkeit achten. Besonders hart für viele Kneipenbesitzer, bereits um 22 Uhr ist Feierabend. Auch wenn sie froh sind, wieder öffnen zu dürfen, fühlen sie sich teilweise im Stich gelassen. Und das Schlimme ist ja, dass die Kneipe, die Bars und die Clubs, die stehen ganz im Hintergrund. Ja. Es geht eigentlich nur um die Restaurants und um die Gaststätte. Ja. Und ich bin noch gut dran, weil ich halt hier im eigenen Haus bin. Ne? Also für mich, ich muss hier keine Miete bezahlen. Und wir haben halt das Glück hier, dass wir größer sind. Weil die kleine Kneipe, ja, die habe gar keine Chance aufzumachen. So scheint es am Tag der Wiedereröffnung bei der Mainzer Kultkneipe zur Andau. Die Besitzer kündigen zunächst an, die Auflagen nicht ausreichend erfüllen zu können und deshalb auf unbestimmte Zeit schließen zu müssen. Diese Nachricht löst bei den Mainzern eine Welle der Solidarität aus. Viele kommen vor die Kneipe, auch weil die Andau einen Abverkauf des restlichen Bieres angekündigt hat. Wir haben ja früher mit Freunden Silvester gefeiert, Fastnacht gefeiert. Das haben wir so eine Art Anlaufstelle gewesen. Das ist so unsere Stammkneipe, wo wir uns immer einmal die Woche mit 20 Leuten treffen. Das ist natürlich traurig einfach. Ich wohne direkt über der Andau und man kriegt auch so mit, wer da ein- und ausgeht. Und dass es so ein Urgestein der Mainzer Kneipenkultur ist. Und wenn die schließen, ist es einfach super bitter und sautraurig. Und ich hoffe, dass wir das irgendwie noch verhindern können heute. Die Chefin der Andau sieht das Problem nicht nur für ihre Kneipe. Weil würde diese zumachen, ziehen wahrscheinlich andere hinterher. Und wir hätten plötzlich natürlich eine Stadt, eine Studentenstadt, die vielleicht nicht mehr in Kneipen leben kann, ausgehen darf, Clubs, die nicht mehr da sind. Das ist nur ein Anfang. Hoffentlich machen sich Politiker und Verantwortliche mal noch mehr Gedanken, wie wir wirklich eine Struktur reinbekommen und setzen sich gemeinsam mit uns an einen Tisch und entwickeln ein Konzept gemeinsam. Die Politik sieht die Regelungen in einem größeren Kontext. Einfach vor allen Dingen die inhabergeführten Restaurants, Kneipen und Gaststätten, die haben natürlich darunter enorm zu kämpfen. Und von daher finde ich nicht, dass es unstrukturiert ist, sondern wir haben hier tatsächlich mit einer Pandemie epischen Ausmaßes zu tun. Also es gibt keine Blaupause dafür. Und von daher, ja. Also Vorwürfe sind, glaube ich, da eher nicht angebracht. Es geht darum, Menschenleben zu retten und das Gesundheitssystem nicht so unter einen Stresstest zu setzen, dass es eben nicht mehr funktionieren könnte. Nicht ganz einfach, im Großen und Ganzen läuft es in diesem Land aber, glaube ich, ganz gut und auch in Mainz. Die Solidaritätsbekundungen der Mainzer zeigen Wirkung. Am nächsten Tag kündigt die Kneipe auf Facebook an. Auch haben wir nicht diesen Medienrummel erwartet, obwohl er sich im Nachhinein als positiver Effekt herauskristallisiert hat. Da unser erarbeitetes Konzept vorläufig genehmigt wurde, motiviert uns genau das zum Weitermachen. Dass den Mainzern ihre Kneipen am Herzen liegen, zeigt sich auch am Abend bei der Wiedereröffnung des Onkel Willis Pub. Ja, fühlt sich schon komisch an, nach 8 Wochen hier mal wieder ein Bier zu zapfen. Schon länger als das. Ja? Ja. So. Und dann bist du auch mehr. Sauer 3,20, please. Ja, das geht. Ich sitze ja heute auch vor allem hier, um das Ganze zu unterstützen. Ne? Und meine Kneipen haben hart gelitten und wir lieben sie alle. Und ich finde es einfach sehr wichtig, einfach für das Sozialleben, für Kommunikation, für Spaß, alles. Es gehört dazu zum Studenten. Einfach eine ganz andere Atmosphäre im Moment, aber ist trotzdem schön, einfach wieder mal nicht nur in der Küche zu Hause zu sein. Angestoßen wird jetzt mit Distanz. Die Gäste, die gekommen sind, sind gut gelaunt. Der große Ansturm bleibt jedoch aus. Daran müssen sich die Kneipenbesitzer erstmal gewöhnen. Keine Ahnung, so komische Atmosphäre. Normalerweise lebt der Laden ja richtig, ja, und ist normalerweise auch richtig voll. Wir sind über jeden Gast auch dankbar, ja, und freuen uns auch über jeden, der kommt. Die Kneipen sind jetzt mehr denn je darauf angewiesen, dass wieder Gäste kommen. Gäste, die sich an die Regeln halten. Nur so ist es möglich, dass wieder Licht und Leben in die Kneipen einzieht. Mit diesem schönen Thema beenden wir unsere heutige Sendung dann auch. Wir gehen jetzt vielleicht noch was trinken, freuen uns auf den Feierabend und auf das Ende der Vorlesungszeit. Vielen Dank für euer Interesse an der heutigen Sendung, aber auch über das gesamte Semester hinweg an allen Beiträgen und Podcasts, die wir bei Campus TV so produziert haben. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei euren Prüfungen und hoffentlich erholsame Semesterferien. Bleibt gesund, bis bald, tschüss!